Finde komisch, dass der Ton trotzdem weiter funktioniert. Das funktioniert überraschend gut. Das ist wenigstens eine Größenklasse von Figur, die ich gerne bemale. Die kleinen Minis, ey, da drehe ich echt mal durch. Jetzt zum Beispiel das Kyore, was ich da hatte. Das Pokémon, das war echt die Hölle. Viele Fans da. Fehlt nur der Rücken und der andere Arm. Ganz grob Halbzeit.
es wird. Cam ist auch da, das ist gut. So, jetzt hat der andere Arm und dann sind die Details schon mal fertig. Dann kann ich wieder versiegeln. Kann da dann wahrscheinlich nicht mal was passieren. Und dann sind wir auch schon beim Kopf. Ich bin doch echt erstaunt, dass wir so gut vorankommen. Wirklich super. Bitrate ist noch da, alles gut.
Das geht. Geht tatsächlich. Das geht tatsächlich. Boah, ich bin wirklich froh, wenn ich die anderen fertig habe. Das glaub mal. Das ist schon eine Friemelarbeit, die echt anstrengend ist. Fast, 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 fast. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich insgesamt schon online bin. Ich denke mal knapp 1,5 Stunden. Wie spät ist das? 13:30 Uhr, ja, 1,5 Stunden kommt hin. Ich bin um 12 angefangen. So, Ederchen noch in der Hand. Da noch im Unterarm sehe ich gerade, da habe ich was vergessen. Jetzt noch die Hand und dann versiegeln.
meinen Kleidersack habe ich natürlich nicht mitgekauft. Was ein Problem ist. So, das Bild bleibt da, alles andere ist mir Ton und so, weil das ist mir eigentlich egal. Bild ist immer wichtig. Passt. Spontan würde ich sagen, passt. Alles soweit schick. Bild und Ton sind da, das ist schon mal gut. So. Jetzt machen wir den Nagellack. Das brauche ich noch ein bisschen Grün mit rein. Was ist das? Schwarz noch mit rein. Hoffen, dass das was bringt. Oh ja, jawohl, perfekt. Das ist super.
kann sogar noch dunkler, sehe ich gerade, wa? Kann sogar noch einen ganzen Tick dunkler. Hier weiter, kann die andere Seite eben trocknen. Mal kurz trocken föhnen. Gut. Bild ist doch da, Ton automatisch auch, das ist gut. Ja, was war als nächstes, wa? Machen wir die Mundpartie. Wie sieht nämlich dafür rot, bin ich blöd? Ja, aber wird halt nicht richtig rot, das wird halt eher, zeige ich dir, rosé. Da muss ich mal gucken, dass ich das einigermaßen treffe. Das ist zu hell, viel zu hell. Bisschen dunkler. Das bisschen zu dunkel, das ist nicht schlimm. Das gleichen wir dann irgendwie an. Da achtet eh kaum einer drauf, außer ich.
Ich muss aber kurz aus dem Bild gehen damit, sonst sehe ich nämlich selber nichts. Mache ich auf jeden Fall gleich noch dunkler. Gefällt mir nämlich so nicht. Weil es von innen schon fast passt. Aber irgendwie weiß ich nicht. Darf es noch ein bisschen schmuddeliger sein. Das ist besser.
Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich bin gerade am Gebiss bei. Was echt tricky ist. Obere Zahnreihe ist gut. Die auch noch kurz mal wegnehmen, weil ich sonst die Innenseite nicht machen kann. So, das sieht doch schon super aus. Spannend, spannend, spannend.
Sehe ich überhaupt noch was? Ja. Mist. Gut. Hallo Sammen. Na, alles gut? Muss ich das Ding eben wieder wegnehmen, sonst sehe ich selber nichts. Das sind gerade tricky Stellen hier.
muss ich einen anderen Pinsel ran, sonst komme ich nicht an die kleinen Ecken. Na also, es wird doch. Legosteine sind Endgegner. Tatsächlich ist halt in erster Linie sauer, weil niemand seine Natur versteht. Er will tatsächlich eigentlich nur Ruhe und Frieden, wie die meisten von uns. Aber da er halt unbändige Kraft hat, wird er nicht in Ruhe gelassen, vor allem nicht vom Militär. Und tickt deswegen aus. So. Noch die Augen und dann ist es das. Da brauche ich dickeres Schwarz. Ja, wie gut, dass ich nicht mehr im Bett schlafe. Da kannst du so viel Lego reinlegen, wie du willst. Da kannst du so viel Lego reinpacken, so viel du willst. So, jetzt muss ich euch den nochmal wegnehmen, weil das ist jetzt richtig tricky. Das ist der erste Schritt.
Lass erstmal alles trocknen. Okay, ich habe die Stelle übersehen. Kriegt er noch einen zweiten Schnitt. Erstmal will ich jetzt die Augen machen. Für, wo habe ich es liegen? Da habe ich es liegen. Nämlich eine Nadel. Damit nicht funktioniert, toll, ich liebe es. Warum nicht? Jetzt. Jetzt funktioniert's. So, jetzt wird es richtig schwierig. Jetzt kommt die Pupille. Geklappt. Die Lippen gefallen mir noch nicht so richtig. Ich hol das jetzt hin.
Ja. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Besser. Das haut nicht so, wie ich es gerne hätte. Oben sind einfach zu wenig Strukturen. An der Oberlippe, das ist also echt schwierig. Das ist schon besser. Das ist schon besser. So, wenn das trocknet, zweite Schicht schwarz. Dann haben wir es gleich. Dass ich den jetzt nicht mehr 2 Stunden geschafft habe, hätte ich nicht gedacht. Das trocknen. So, eine kleine Stelle noch ausbessern. So, that's it. Klarlack, Klarlack. Yep. Das heißt, ich brauche noch einmal Sepia für die Fingernägel, das habe ich ganz vergessen. Da muss ich noch einmal kurz rüber. So, da kriegen die nämlich Struktur.
jetzt noch einmal Klarlack. Was ist das? Das Ganze auch noch einmal bei den Augen. Ich danke euch, voll lieb. So, während der jetzt eben kurz trocknet, hole ich eben etwas, damit man den einmal in Action sehen kann. Farben kriegt schon mal alle beiseite, das ist schon mal gut. Airbrush muss jetzt dringend gecleant werden, das muss ich aber zuerst machen, bevor ich euch den zeige. Jetzt hängt es ja nicht wieder Stunden bei, die sauber zu machen. Oh, ich habe was Wichtiges vergessen. Ein ganz wichtiges Detail. Da muss ich noch ganz kurz ran. Das ist zwar wirklich nichts Großartiges, aber gehört zur Anatomie dazu.
Aber das darf ich nicht vergessen. Und zwar hat der Gute ja auch Brustwarzen. So, jetzt aber. Jetzt kann ich die Sachen holen, um zu zeigen, wie er nachher aussieht. Wie er inzwischen hier aussieht, ist er fertig. Ich bin gleich wieder da. Bild ist noch da, super. So. Ich habe gesehen, dass ich die Kamera gleich gedreht kriege. Dafür muss ich die mal ganz kurz wegnehmen. Nicht wundern, ich muss sie jetzt eben kurz beiseite packen, weil ich jetzt kurz umbauen muss. So. So, ich hoffe, dass es gleich so hinhaut. So, rauszoomen. Das weg. Jetzt kommen große Sachen auf den Tisch. Das kurz weg. So, wofür haben wir das Ganze gemacht? Und zwar... Das ist meine Sammelfigur, die ich irgendwann mal gekauft habe. Den Kopf habe ich irgendwann mal bemalt. Und hier kann man halt die Teile hier austauschen. Das zeige ich gleich mal eben. So. Auf den Unterkörper kann man halt
einen anderen Oberkörper setzen. Das Original ist der hier. Ne? Die hat mir aber nicht mehr ausgereicht, weil wenig Dynamik halt drinnen. Und deswegen habe ich halt den hier gedruckt, den wir heute halt auch bemalt haben. Da habe ich dann unten, normalerweise ist das hier eckig, weil hier eigentlich ein anderes Teil von der Statue rankommt. Das Kugelgelenk abgeformt, dass das alles reinpasst, alles super. Und jetzt kommt halt Trick 17. So. Und genau darum ging's. Das sieht einfach nur geil aus. Einfach nur episch. Und passt 1A. Ja, das passt besser. Und das ist nicht mal das Original. Das ist das Geile dabei. Das ist halt von einem 3D-Designer. Wicked heißt er. Das ist auch Wicked. Absolut. So. Das ist aber nur Teil 1 von 2. Und zwar hatte ich mir vor ein paar Jahren dank einem guten Kumpel, dem Yannick, zu dem ich auch zum 3D-Druck gekommen bin, durch den ich dahin gekommen bin, nicht zu dem. So. Und der hat mir damals für die anderen Oberkörper hier für den hier, und die Farbe haben wir super getroffen, das finde ich mega. Nur halt hier ist halt mehr Pelz und da haben wir halt andere Hausstruktur, ist aber nicht schlimm. Für den hier habe ich mir mal einen anderen Unterkörper drucken lassen. Das zeige ich jetzt auch mal eben. Und zwar eventuell hat man die einen oder anderen Bilder davon schon mal gesehen. Und zwar ist das hier. Das Ding ist riesig. Da muss ich gleich eben rauszoomen. Das Ding ist wirklich riesig. Der Teil hier ist alles gedruckt. Das habe ich irgendwann mal abgeformt von der Originalfigur. So. Und dafür, das war eigentlich für diesen Oberkörper hier gedacht. So. Und dann habe ich halt diesen Umbau gemacht mit dem 3D-Druck, in den ich ja selber eingestiegen bin. Und habe das hier gemacht. Und das sieht einfach sowas von viel, 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 viel besser aus. Und zwar in jeder Hinsicht. Ich finde es einfach nur klasse. Und es passt einfach perfekt. Farbe, alles passt. Jo. Und dann ist er, unser Hulk. Frames sind stabil, alles super. Ja, ich bin hochzufrieden. Ich danke euch. Vor allem fürs Dabeisein, fürs Unterstützen. Einfach super. Danke, danke, danke. Ihr seid wie immer ein äußerst dankbares Publikum. Ja, und deswegen mag ich mein Hobby. Das ist das, worin ich gut bin.
So, ich werde an dieser Stelle jetzt auch gleich den Stream beenden. Ich schubse ich eben rüber zum lieben Drakon, der wahrscheinlich gleich ein paar Dokus gucken wird. Ich danke euch fürs Dabeisein, für die Unterstützung, für die kleinen Tipps, die ihr zwischendurch gegeben habt, fürs Necken. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende und schöne Pfingsten. Bis dann. Tschüss.